So, es geht weiter mit Anno 2070. Wir sind bei 51.703 Einwohnern auf dieser Inselwelt angekommen. Und ja, die Lage ist eigentlich ganz stabil im Moment. Ja, das Monument ist noch fleißig am Bauen. Wir haben gerade eine relativ gute Versorgungslage tatsächlich. Wäre cool, wenn das Monument diese Runde fertig wird, aber ich glaube nicht. Ja, schauen wir mal. Ach, Moment mal. Ah ja, wir haben wieder diesen lustigen Bug mit dem Info-Hive. Er zeigt hier Produktivität für die Forschungslabore an als ausgewählten Buff, aber er hat noch den Wohnraum drin. Okay. Funktionelles Essen, Lager leert sich. Ja, dann sollten wir vielleicht mal eine Handelsroute von der unteren Insel einbauen. Hier Funk. Oh. Nee, Quatsch. Falsche Insel. Da. Ja, aber dann nehmen wir immer nur, was weiß ich, 30 Tonnen mit oder sowas. Das sollte ja hoffentlich reichen. Gut. Dann nimmt die Immunpräparate hoch. Ah, 3D-Beamer und Diamanten. Schäkel, Schäkel. Was war mit Immunpräparaten? Die Handelsroute transportiert jetzt auch ein bisschen Kunstnahrung von unten nach oben. Weil das Lager auf der einen Insel komplett überläuft. Also ich habe jetzt auch noch mal ordentlich Enzyme und Korallen angebaut. Das ist sehr gut. Muss dann nur abgeholt werden, um dann halt hochgeschifft zu werden und Du meinst die Immunpräparate dann? Weil für den Rest hast du ja schon nee. eine Handelsroute, oder nicht? Die Immunpräparate selber müssen überall an Land produziert werden. Ja, das meine ich, aber du bringst die. Also es existiert schon eine Handelsroute, um die Zutaten für die Immunpräparate zu der Insel zu schiffen, auf der sie produziert werden. Nee. Also es ist eine neue Insel, auf der du angefangen hast, jetzt das aufzubauen. Richtig. Das heißt, du möchtest ein Schiff haben. Ja, oder dann halt eine Handelsroute, ne? Ja, das meine ich damit. Welche Plattform ist das jetzt? Neptun. So. Also wenn in Neptun kannst du tatsächlich Korallen und Enzyme abholen und Neuroimplantate abholen. Korallen, Enzyme und Neuroimplantate. Genau. Dann bringen wir Da die sind alle dann. nach Terra Nova. Weil dann haben wir auch ordentlich Bedürfnisse der Forscher wieder ein bisschen gedeckt. Und ich baue immer noch weiter. Also ich habe jetzt auch erst die Hälfte der Insel bebaut. Das ist irgendwie ziemlich krank. Alles klar. Oh ja. Jetzt muss man schon ganz ordentlich scrollen. In unserer Schiffsliste. Ach so. Oh Mann. Achso, okay, die ist das. Alles klar. Ja, ich würde sagen, das Monument hat so ungefähr 2/3 der letzten Bauphase fertig. Ja, und sonst ist gerade irgendwie nicht so viel zu tun. Ich könnte ich mal eine neue Insel mit Forschern anfangen? Because. Ambitioniert, ambitioniert, würde ich sagen. Because ist halt so. Zeitung schlagen kann ich woanders auch. Ja, Bob.
Ich könnte alternativ für Neutron auch mal ein HKW entwickeln. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das mal machen würden. Achtung, Produktionsstillstand. Dann können wir ein bisschen unsere Atomkraftwerksinsel entlasten. Oh, die Wartungseinheiten haben wir sogar schon. Wir brauchen nur noch 5 Generatoren. Ah, wir haben ja genug Forschungslabore. Aber wir haben nicht genug Energie für diese ausreichend vorhandenen Forschungslabore. So. Zack. Achso, und ich sollte vielleicht dann noch eine neue Wartungseinheit bauen. Wo hast du das Schiff jetzt hingeschickt mit den Korallen? Direkt nach Terra Nova. Ah ja, gut. Weil da sind Korallen ja auch leer, wie ich gerade sehe. Gut. Ja. Macht Sinn. So, ich habe auch noch ein paar Immunpräparatehersteller angebaut, also vorhin schon. Zack. Deswegen haben wir da jetzt auch so wenig Energie. Ah, man kann sich seinen Hafenbereich offenbar nicht komplett zubauen. Also so zubauen, dass man gar nicht mehr mit dem Schiff reinfahren kann. Das möchte Anno verhindern. Verstehe ich gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Was haben sie denn dagegen? Warum ist jetzt schon wieder kein Werkzeug auf der Insel? Die Elektronikhersteller sind alle am Rumharzen. Das ist den Neptun, hast du den Neptun mal angeguckt? Nee, noch nicht. Oh, stattlich. Oh ja. Ja, stabil. Die Korallenbrüter sind geil zum Anbauen, ne? Mhm. Und jetzt kommen noch die andere Hälfte. Ballern. Das habe ich jetzt die letzte Folge gemacht. Stabil. Registriere Zwischenfall. Forschungslabor evakuiert. Kriegen die es eigentlich hin, auch nur mal ein einziges Modul herzustellen, ohne alles in die Luft zu jagen? Nö. Ich habe so meine Zweifel, ja. Was soll das denn? Wie so ein Haufen kleiner Kinder. Das Dumme ist ja sogar, dass die hauptsächliche Forschung erst nichts bringt und dann noch explodiert. Also, es ist irgendwie so... Ich schreibe das Verhalten der Forscher in diesem Spiel. Peng. Ja. Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Peng. Ja. Ach so, jetzt kann der eine Korallenbrüter da auch alle Felder ausnutzen. So, wo brennt's denn? Oh, 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 das ist aber hier... Nicht gut. Ah, okay, wir haben einen nicht so smarten Fehler begangen, was jetzt Dings angeht. Warum? Was unser Upgrade-Muster angeht. So. Wenn nämlich das Haus, was zu der Vierergruppe gehört, die wir entfernen müssten, damit wir dann ein Krankenhaus bauen, wenn das von der Seuche befallen ist, dann kannst du es nicht abreißen. Ergo, wir haben dann nicht genug Platz für das Krankenhaus. Ich dachte, da hätten wir extra drauf geachtet. Ja, richtig. Also die Idee war halt unter der Annahme, dass die nicht krank werden. Also dass man da halt genug Häuser abreißen kann quasi. Ja, aber wir haben doch festgestellt, dass sie immer krank werden. Ja, richtig. Aber die sind jetzt in die falsche Richtung krank geworden. Das Laborantenhaus ist krank geworden. Ja. Das war jetzt das Problem. Das können wir jetzt nicht abreißen. Aber das war dafür vorgesehen, dass wir es abreißen, um dann ein Krankenhaus hinzubauen. Dann so...
Das war nicht vorgesehen, dass sie da krank werden oder so. Ja, dann müssen wir jetzt da zwei Forscherhäuser abreißen, sonst passt das nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ja, wir hätten wahrscheinlich ein Haus Abstand lassen sollen zu der zu dem Forschungslabor. Achtung, Produktionsstillstand. Das jetzt wieder umzubauen ist auch blöd. Am besten einfach die Module nur in bestimmten Dings bauen lassen. Forschungslabor. Oh Gott. Läuft. Ich glaube, das machen wir jetzt vielleicht. Vielleicht ist das gar nicht so blöd. Lass uns einfach das dumme Krankenhaus da stehen und dann packen wir da wieder ein Laborantenhaus hin und dann bleibt das da jetzt so. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Forschungslabore, in denen wir sicher Krempel machen können, ohne dass wir irgendwas abreißen müssen. Es ist halt ein bisschen blöd, dass der Katastrophenschutz gegen Krankheit nicht für Technologiekatastrophen gilt. Von daher, shit happens. Na gut, ich meine, dafür gibt es ja nochmal einen extra Krankheitsschutz. Den haben wir ja. Wir haben ja auch Schutz gegen Krankheit, aber der hilft bei Technologiekatastrophen nicht. Also wenn das Labor in die Luft springt, in die Luft fliegt, ist es egal. Ach so. Weil ihr gewährt vollkommenen Katastrophenschutz gegen Krankheit, stimmt damit ja eigentlich dann auch nicht. Aber so vollkommen ist er nicht. Es kann keine Random-Seuche mehr ausbrechen. Es kann jetzt nur gezielt eine Forschungslabor-Seuche ausbrechen. Toll. Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. So, was ist denn hier los? Alle haben hier keinen Kaffee. Und wir haben keinen Strom. Und wir haben kein Werkzeug. Ach, das war das Problem. Ich erinnere mich. Hier kommt Werkzeug rein da. Nach da oben. Registriere Energieknappheit. Na komm, Schiff, sieh zu. Also wenn Schiff, also wenn so ein Hovercraft beladen ist, ist das genauso schnell wie ein wie so ein Frachter, also so ein kleiner Frachter, also ein Cargoliner, der halb beladen ist. So, Leute, was ist hier los? Warum haben wir so viele Synthetisierungsanlagen, die nichts tun können und nichts machen? Und wo zur Hölle sind die ganzen Mikrochips hin? Moment mal, wir haben... Okay, wir haben vier Mikrochip-Hersteller. Wie sieht's denn mit Kupfer? Aber Kupfer keine ist maximal, Sand ist auch maximal, okay. Ja. Alles klar. Dann machen wir... Weil ich mich schon gewundert habe, wo die ganzen Mikrochips hingegangen sind, aber wir hatten einfach nicht genug Produktion. So. Analyse der Bauparameter abgeschlossen. Ja, jetzt sollte das vielleicht auch besser gehen. Oder habe ich das jetzt auf der falschen Insel gemacht? Oh, vielleicht war es auch die falsche Insel, wo ich jetzt geguckt habe. Auf welche Insel würdest du denn dann jetzt noch eher Forscher anbauen? Auf die oder auf die? Eher auf die hier oben, oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, welches jetzt die bessere Wahl wäre. Eine Forschung, die nichts anderes als Bücher hervorbringt, genügt nicht. Alter, jetzt eskaliert es aber, ne? Ja, ich musste da Generatoren für das AKW bauen. Das kommt dann vor, dass das eskaliert. So, jetzt müsste ich nur noch die
Mikrochip-Hersteller hier finden? Ach da. Genau. Ja, komm, bauen wir noch zwei an. Bauen wir noch einen dritten an. Da haben wir wieder kein Material. Alles klar. Mikrochips, die ewige Geißel dieser Inselwelt. Ja, Mikrochips sind wirklich nervig, dieses Spiel, ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir in den Partien davor solche Probleme damit hatten. Normalerweise, also Kommunikatoren waren schon immer so ziemlich bitchig, aber so schlimm hatte ich das jetzt bisher noch nicht in Erinnerung. Produktionsstillstand. Die Robotikanlage hat wahrscheinlich auch keine Mikrochips, ne? Ja, natürlich. Was auch sonst? Ach so, ach, nicht genug Warendepots. Zack. Ja, gut, die... Warte mal, wie viel? Oh, 110 Tonnen. Aha, sehr gut. Die Unterwasserinsel hat da oben nämlich still und heimlich 110 Tonnen Mikrochips hergestellt. Kann ich jetzt wie Forschung sinnvollerweise verwenden. Eigentlich müsste man ja glauben, dass die, dass das Monument der Forscher schneller fertig ist, weil da so viele schlaue Menschen wohnen, aber... Ne. Ja, schlau und Leute, die Gebäude bauen können, das muss ja nicht einhergehen. Achso. Von daher. Ich meine, jetzt innerhalb dieser Runde wird das auf jeden Fall schneller fertig, weil es permanent gut mit Ressourcen versorgt ist. Aber dafür kann die Bevölkerung ja nichts. Wie eigentlich? Ah, okay, wir haben da eh keinen Hafen. Vielleicht sollte ich da mal eben noch einen Hafen anbauen. Kann nicht schaden. Ich bin bereit, die Welt zu verändern. Fehlten uns nicht irgendwo Pasta-Gerichte? Erste Eco-Insel. Jo. Tut's, ist auch immer noch so. Wir haben nämlich da oben eine Insel mit wo maximal Pastagerichte drauf sind. Da. Und das Schiff fährt auch mit 46 Tonnen Pastagerichten wieder hoch. Ach, das fährt zur zweiten Insel und da ist es voll. Ich wollte gerade sagen, das fährt wahrscheinlich dann nicht zur ersten. Okay. Es ist sehr imbalanced hier, aber dafür haben die keine Biodrinks. Ja, wir haben halt auf dieser einen Insel nur knapp 1000 Ingenieure. Das Lager läuft halt fast da gerichtemäßig komplett über. Wir müssen da wahrscheinlich mal eine leichte Umverteilung machen. Dann bringen wir Biodrinks hoch und nehmen die Dings wieder mit. Pasta-Gerichte. Ach ja, komm, so. Das mache ich mal eben kurz. Dann haben wir vielleicht zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen Frieden. Oder ein bisschen mehr Frieden. Sagen wir es so. Hm, 250 Tonnen Biopolymere. Kann man mal machen. Die für den Bau zuständigen Menschen funktionieren einwandfrei. So, also...
Oh. Hier kann ich auch mal ein bisschen Sachen in den Verkauf stellen. Wie 400 Tonnen 3D-Beamer brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Nee, ich glaube nicht, nee. Service-Bots sind quasi nicht vorhanden. Gut. Ja, ich glaube, die Service-Bots liefen immer so auf der Skala von zu wenig, um sich zu freuen, zu viel, um sich zu beschweren. Sehr gut. So, jetzt nehmen wir erstmal hier paar Tönchen Bio-Drinks mit. Dann nehmen wir da die Pasta-Gerichte runter und dann passt das. Wo ist jetzt eigentlich mein Trimaran mit den Mikrochips hin? Ach, der liegt hier. Das ist sehr gut. So, und jetzt werden wir eben nochmal ein HKW bauen. Beziehungsweise erforschen. Eben nochmal... Ach nein, ah, verdammt. Ja, Forscher besser nur da. Boah, Alter. Das Wissenschaftsforum braucht jetzt schon minus 2000 Unterhalt. Ja, das ist kein günstiger Spaß. Warte mal, 2000 Unterhalt. Was kostet das normale Monument? 1000. Oh. Oh. Also haben wir auf der einen Insel 2000 und wenn wir jetzt auf einer anderen Insel, wenn wir jetzt... Aber gut, aber deswegen ist das Monument wahrscheinlich noch inselweit, ne? Und nicht, ja, sonst bei dem... Bei der Kostenleistung. Weil überleg mal, du müsstest zwei Stück davon auf einer Insel bauen. Hättest ja auf einer Insel minus 4000 nur wegen den beiden Gebäuden. Strom ist höher und die Umweltbilanz ist auch viel, viel höher. Bei dem Ecos hast du minus 40 und bei dem Wissenschaftsforum hast du minus 140. Kannst du schon, also von der Ökobilanz her könntest du quasi drei normale Monumente auf die Insel bauen. Ist halt die Frage, wie das beim Tycoon-Monument aussieht. Ne? Ich glaube, das Tycoon-Monument verhält sich genauso wie das von den Ecos. Hm, vielleicht ein bisschen weniger ökologisch, aber... Ja, das... Könnte sein, aber ich glaube, Unterhaltskosten sind gleich. Von daher... Ja. So. Einmal Biodrinks abladen. Einmal Pasta-Gerichte mitnehmen. Läuft. Schöne Umverteilung zwischen den Inseln. Die Ingenieure sich jetzt auch nicht mehr beschwören. Beschwören? Ja. Mit dem Ingenieur ist nämlich sonst nichts zu schwören. Beschwöre er sich nicht, ne? Ja. Gut. Also, die Sachen auf der zweiten Forscherinsel laufen soweit. Wobei wir da noch keine Neuroimplantate haben. Aber ich glaube fast, dass es... Ja, wobei... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt... Ob das Monument uns jetzt wirklich Unterhaltskosten und Aufwand und Platz spart oder nicht. Weil... Es ersetzt zwar jetzt alle Gebäude im Endeffekt, aber ein Stadtzentrum kostet 5 Unterhalt, ein Forschungslabor kostet 20 Unterhalt und ein Info-Hive kostet ungefähr 10 Unterhalt, 110 Unterhalt. Da kannst du eine Menge Gebäude von bauen für die 2000 Unterhalt, die das Wissenschaftsforum im Moment schon kostet. Ja gut, ich meine, wenn es fertig ist, wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen steigen. Ja, das kommt ja noch dazu. Kann natürlich auch sein, dass wir gleich erstmal eine Energieknappheit haben, wenn das Ding fertig ist. Wir haben momentan plus 33, es ist sehr wahrscheinlich, dass das nicht reicht. Ich kann ja schon mal ein bisschen Energie umscheffeln. Im Moment, Neutron ist dort die Zielinsel. Ja, dann nehmen wir das von Sunset mal ein bisschen runter.
Weißt du, wenn da, wenn im Energietransmitter 0 Energie steht, dann heißt das minus 1 auf der Insel. Das ist sehr smart. Toll, ich kann minus 1. Minus 1 oder plus 57 machen. Ja, danke Schiebregler. Das ist super. Ah, da kriegen wir noch einen. Ah, einen Windows. Jetzt haben wir 44. 10 Energie mehr. Hm. Ja, weil ich jetzt noch ein Windkraftwerk gebaut habe. Kacke mit dem Energietransmitter, das geht mir so auf die Nerven. Ach so, jetzt, das sollte reichen. Jetzt haben wir 100. 102 genau genommen. Ja. Und wenn wir dann mal die entsprechenden Prototypen finden würden, dann könnten wir auch unseren Hüter da verbessern. Aber die haben wir halt im Moment nicht. Aber die Forschungslabore wollen ja lieber explodieren, ne? Ja. Moment mal. Die Wartungseinheit sorgt auch dafür, dass Forschungslabore seltener explodieren. ja. Hm. Moment, das war jetzt Atomkraftwerke, Ölplattformen und Forschungslabore. Wie aktiviert man das, wenn man das dann im Konto hat, oder wie? Jo. Hm, okay. Ich schippe einfach mal eine Wartungseinheit nach unten zu der Atomkraftwerksinsel und aktiviere das einfach direkt. Das wird wahrscheinlich unsere Gnadenfrist etwas verlängern. Bevor wir in Ungnade fallen und dann alles zusammenbricht. Ja. Ich meine, es läuft ja noch, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie gerade irgendwo knapp ist. Ich habe sofort Zeit für Sie. Ja, im Moment geht's. Sie diesen Auftrag möglichst zügig. Was sieht an? Spiel gespeichert. Hier sind die Instruktionen. Alles klar. Sind Sie angemeldet? Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt gerade um Aufträge gebettelt, oder? Ja. Achso. Ach, wir holen uns einfach nochmal Fundstellen von ihm. Warte mal, war der Ebashi nicht eigentlich auch jemand, der mad wurde, wenn man unter Wasser baut und forscht und so weiter? Jo. Momentan ist er erstaunlich wenig mad. Ich wollte gerade sagen, der kehrt momentan so ein bisschen überhaupt nicht, was wir machen, ne? Ja, ich glaube, weil wir momentan genug Einfluss haben, weil wir ihm genug Geld gezahlt haben. Hier ist Geld, geh mal auf Hawaii Urlaub, ne? Wir machen das schon. Ja, so ungefähr. Mhm. Ich würde sagen, wir haben zwar jetzt noch eine Minute für die Folge. Mal sagen, vielleicht machen wir eine kleine Überlänge und warten, bis das Monument fertig ist. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie lange es noch dauert, aber ja, würde ich machen, weil dann... Noch 3 Tonnen Carbon. Ja, dann suche ich eben die Spots ab, die er uns jetzt vorgeschlagen hat. Also es dauert nicht mehr lange. 2 Tonnen Carbon. Alle schauen gebannt auf das Monument. Ja, also es wird jetzt gleich jeden Moment fertig sein, deswegen so ein bisschen drüber. Aber dann haben wir das diese Folge schon mal fertig. Ja, und dann geht es wahrscheinlich gleich mit dem Upgraden los, weil die ganzen Forscher, ganzen Laboranten oberhalb dann alle upgraden wollen. Jo. Es gibt auch nochmal einen fetten Boost. Da können wir das Warendepot gleich abreißen, was da das Monument beliefert hat. Da passen dann nochmal zwei Häuser hin. Genau, zwei Häuser. Ah, genau, zwei Häuser. Ich habe es genau ausgemessen. Okay, es sind noch 5 Tonnen und noch 2 Tonnen.
Ich finde, das ist bis jetzt die coolste Stadt, die wir gebaut haben. Ja, das kann man so sagen. Sieht irgendwie sehr, sehr schön aus. Sehr quadratisch. Quadratisch praktisch. Keine Schokolade. Ja, irgendwie passt das ganz gut, ne? So, komm, gib die letzte Tonne Carbon auf das Gebäude und dann ist fertig. Bio kostet... Ach, 12 Tonnen Pasta-Gerichte, ja danke. Achso, genau, ich aktiviere auch mal eben die Wartungseinheit da auf der Atominsel. Unfallwahrscheinlichkeit minus 90%, Wirkungsdauer 2 Stunden. Nicht schlecht hier, aber mehr Gesellschaft auf meinem Niveau wäre toll. Jetzt ist es gleich fertig. Dieser Gebäude kommt. Aha. Ach komm, und schon ploppen alle hoch. Ach komm, die sind alle instant hochgeploppt. Ja, das ist halt nur das Gebäudebedürfnis, was denen gefehlt hat. Die direkt plus 30 Einfluss. Jawohl. Und direkt minus 85 Energie. Ach komm, wir haben gerade plus 100. Kann nicht wahr sein. Das zieht jetzt 2500 Unterhalt und 585 Energie. Und zieht 130 Ökobilanz. Ja, aber vorhin waren es noch 140 Ökobilanz. Es geht gerade irgendwie runter. Das ist ja cool. Na, immerhin. Und jetzt können wir Laboranten en masse upgraden. 34 Häuser, 35 Häuser. Hauptsache, oh, Alter. Die Ökobilanz wird besser. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir wieder die richtigen upgraden, ne? Nee, oben. Also ja, also wir müssen wieder also von Hand wieder upgraden. Manuell. Genau, mein. Genau. Aber wir können oben alle upgraden halt, weil wir da keine Forschungslabore haben, auf die wir achten müssen. Dann machen wir das aber in der nächsten Folge. Ah, ich will eben noch kurz die letzte Technologie hier. Ach komm, jetzt habe ich dreimal unveröffentlichten Spezialalgorithmus gekriegt. Das hilft mir jetzt irgendwie nicht. Na toll. Drei Prototypen, die ich nicht gebraucht habe. Gut. Ja, dann, na gut, hier die Energieknappheit ist natürlich jetzt so eine Sache. Wir haben auch keine Hafenbereiche mehr. Ach doch, haben wir noch. Ha, da ist ja noch einer. Haha. Hafen. Plötzlich Hafenbereich. Und plötzlich kein Glas mehr. Oh. Gut. Ja, okay, machen wir das beim nächsten Mal. Machen wir in der nächsten Folge, ne? Ja. Bis dahin. Tschüss.